nächste Kampf im Mittelgewicht. 2x5 Minuten. Rote Ecke, Leopold Klutz aus Frankreich, Straßburg gegen blaue Ecke, Grenel Dulac aus Lyon, ebenfalls in Frankreich. Und die erste Runde startet. Beide haben die Auslage gewechselt, arbeiten mit Jabs. In der Normalauslage gestartet, dann in die unorthodoxe Auslage geswitcht. Jetzt Dulac wieder zurück. Oh, schöne gerade Rechte von Dulac. Und Klutz geht runter auf die Matte. Kann sich aber wieder berappeln, gibt aber seinen Rücken auf. Und muss jetzt hier aufpassen, dass er nicht im Stehen gewirkt wird. Dulac hängt ihm auf dem Rücken. Und löst den Clinch mit einem schönen Knie. High-Kick-Versuch von Klut. Aber Dulac hat die Deckung da, wo sie sein sollte. Und wieder schöne Gerade von Dulac. Kommt jetzt hier direkt in den Clinch, hat Double Underhooks und drückt seinen Gegner in den Käfig. Schönes Knie von Dulac. Beide Kämpfer wechseln immer wieder die Auslage. Jetzt gerade beide wieder mit der rechten Hand vorne, linke Hand, die Schlaghand dann. Und wieder der High-Kick-Versuch von Klut. Und jetzt wieder Dulac mit seiner linken Hand vorne, rechte wieder als Schlaghand. Da hat er jetzt schon zweimal gut getroffen. Initiiert wieder den Clinch. Wilde Kombo von Klut, der da versucht, die Distanz zu überbrücken, aber Dulac sieht alles, hat seine Deckung oben. Oh, Kopf weit unten. Ein schöner Kick. Und Takedown von Dulac, nimmt ihn runter, ist direkt in der Guard gelandet und kann jetzt hier versuchen, mit Ground and Pound aus der Oberlage zu arbeiten. Ja, schöne Hände. Da empfiehlt es sich als Obermann immer, seine Hände auf dem, oh, guter Versuch von Claude, aber Dulac macht es gut, spinnt raus, also dreht sich da oben drüber, verhindert dadurch, dass sein Arm in Bedrängnis kommt und hat direkt die Side Control gewonnen. Was ich davor sagen wollte, wenn man in der Guard-Position ist, sollte man immer gucken, dass die Hände auf dem Körper des Gegners sind und nicht auf dem Boden, weil sie sonst eben attackiert werden können. Jetzt Dulac hier in der Back-Position, hat noch keine Haken drin, aber versucht schon den Würger von hinten anzusetzen. Aber Klut befreit sich daraus, weil eben Dulac noch keine richtige Kontrolle hat und ist zurück im Stand. Beide tauschen Knie aus. Oh, schöne Ellbogen von Klut. Dulac atmet schwer. Und beide gönnen sich eine kurze Verschnaufspause. Oh, schöne Schlagkombo wieder. Eine Minute noch zu kämpfen in der ersten Runde. High-Kick-Versuch von Klut. Und aber so wirklich gefährlich sind die Kicks noch nicht, weil sie kaum vorbereitet werden.
Beide immer noch am Verschnaufen. Oh, Knieversuch von Dulac, steckt aber gleichzeitig oben ein paar wilde Schläge ein. Und auch wenn Dulac bisher die bessere Runde geliefert hat, scheint so, als hätte Kluth die bessere Puste und kann jetzt hier am Ende der Runde noch mal einige Aktionen für sich machen, einfach weil er der fittere Mann ist. That was round one, ladies and gentlemen. Erste Runde ist vorbei. Durch den schönen Takedown und das Ground and Pound würde ich Dulac die erste Runde geben, obwohl er zu Ende der Runde stark abgebaut hat. Und ich bin gespannt, wie die zweite Runde aussieht. Ob er es schafft, seine Überlegenheit, seine technische, die er vielleicht hat, weiter fortzusetzen. Oder ob Kluth einfach durch seine körperliche Fitness das Blatt drehen kann. Und die zweite und letzte Runde steht an. Und der Kampf läuft wieder. Beide arbeiten mit Finden, versuchen den Gegner zu verunsichern, ihn zu Reaktionen zu zwingen, indem sie Sachen antäuschen. Schöne Kombination, rechter Haken, linker Bodykick von Dulac. Und wieder der High-Kick-Versuch von Kluth. Schön unter dem Schlag drunter durchgetaucht von Dulac. Er hat sich dann den Takedown direkt wieder geholt und ist wieder in der Guard-Position. Jetzt wieder dort, wo wir vorher drüber gesprochen haben. Als Obermann immer die Hände auf dem Körper des Gegners halten. Sonst bist du immer in Gefahr, dass du da attackiert wirst. Und Kluth hat seine Beine wieder hochgeworfen, hat einen Armbar versucht. Aber Dulac gut verteidigt und zum wiederholten Mal wieder vor. Die Guard direkt passiert, in die Side Control gekommen. Und arbeitet hier jetzt mit Ground and Pound, mit kurzen Ellbogen zum Kopf von Kluth. Kluth gibt den Rücken auf, will hochkommen, öffnet dabei eben den Rücken. Dieses Mal schafft Dulac es, seine Füße einzusetzen, also sich die Haken zu holen. Ein Bein vor dem Körper des Gegners verschränkt und damit viel mehr Kontrolle als vorher. Er hat sogar fast eine Body Triangle zu, das heißt, er ist mit seinem anderen Bein über seinem eigenen Spann. Aber Kluth macht es ganz gut, dreht sich da raus, wäre fast escaped. Aber dieses Mal hat Dulac bessere Kontrolle und kann jetzt hier auch wieder schön arbeiten, kann sich vielleicht selbst zur Mount hochbewegen, macht es genau in diesem Moment und kann jetzt hier noch härteres Ground and Pound einsetzen. Kluth versucht es mit der Brücke, schafft es aber nicht ganz. Dulac im letzten Moment dreht ihn wieder runter. Kostet viel Kraft, so eine Aktion. Und auch hier wieder. Kluth müsste jetzt versuchen, seine Hüfte da raus zu bewegen. Technischen Mount Escape, Schrimpen heißt es auf Fachsprache. Ansonsten wird es hier eine unangenehme Situation. Und wenn der Ringrichter sieht, dass da keine intelligente Verteidigung mehr erfolgt, wird er den Kampf wieder abbrechen. Jetzt richtet sich Dulac auf und trifft, allerdings noch nicht hart genug, dass der Ringrichter sich gezwungen sieht, den Kampf zu unterbrechen.
Jetzt dreht sich Kloot wieder Richtung Bauch, gibt seinen Rücken her. Das heißt, jetzt hat Dulac wieder die Chance, einen Würger anzusetzen. Beide Haken, nur der Haken auf der einen Seite ist drin. Kloot versucht mit der Frontrolle zu escapen, schafft es aber nicht. Dulac hängt immer noch auf seinem Rücken. Der Ringrichter untersucht da kurz die Zähne. Nee, ich glaube, er hat den Mundschutz wieder reingesteckt. Und Dulac wechselt von Backmount zu normaler Mount, Ground and Pound. Noch circa eine Minute in der zweiten Runde. Und bisher ist Dulac all over Kloot. Also sehr, sehr dominant, was hier passiert in der zweiten Runde. Da sollte der Referee jetzt den Mundschutz nicht versuchen reinzumachen in so einer Situation. Damit unterbricht er das ganze Momentum. Halte ich nicht für richtig. Da muss der Kämpfer dann einfach durch, ohne Mundschutz kämpfen. Und wenn sich die Situation auflöst, dann vielleicht wieder. Neon Belly von Dulac, also er hat ein Knie auf dem Körper des Gegners, ist wieder in der Full Mount, pounded. Jetzt hat Kloot hier geschafft, kurz die Hüfte des Gegners hochzudrücken, seine Beine drunter durchzuziehen, ist in die Half Guard zurückgekommen, aber die letzten 10 Sekunden laufen schon. Und er schafft es nicht mehr, den Kampf zu drehen. Daher Sieger auf meinem Punktzettel. Guenel Dulac nach Punkten, aber wir warten natürlich noch das offizielle Ergebnis der Punktrichter ab, bevor ich hier zu viel verspreche. Schöne Kontrolle von Dulac, die ganze zweite Runde. Immer schön gewechselt wieder von Backmount zu Side Control, zu Neon Belly, zu Mount. Aber eben, wenn er etwas fitter gewesen wäre, wenn er vielleicht noch ein bisschen mehr Gas im Tank gehabt hätte, hätte er den Kampf auch finishen können. Ladies and gentlemen, give him one more time, give him a big hand. Grand applaudissement encore une fois pour tous les deux combattants. We have a winner in the blue corner, Guenel Dulac. Le compagnie offert par Daniel Cadou de Flexi Work. Flexi Work, merci beaucoup. Daniel Cadou. So wie ich es gesehen habe, haben es die Punktrichter auch gesehen. Gewinner durch Punkte, Guenel Dulac oder Dulac. Bin mir nicht sicher, ob man ihn französisch oder vielleicht doch eher russisch ausspricht.